Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und wir haben letzte Woche bei dem guten Wetter einfach mal die Zeit genutzt, unsere Garage aufzuräumen. Seit wir hier eingezogen sind, sind wir da nicht rangegangen und einmal alles raus und da fiel mir diese Wurzelschale in der Hand. Die hatte ich letztes Jahr zur Weihnachtszeit fertig gemacht mit einer Helle Boris, mit einer Lichterkette, mit Efeu. Die habe ich alle schon soweit rausgepflanzt. Die Lichterkette habe ich rausgenommen. Und ihr könnt in diesem Video sehen, wie ich die fertig gemacht habe. Jetzt ist es dran, die Frühlingsfit zu machen. Und ich möchte die jetzt nicht bei uns auf dem Tisch haben, sondern ihr seht da hinten die zwei gelben Kübel. Ich bin ganz happy, da sprudeln die Tulpen und die Narzissen raus. Und da habe ich so eine Wurzel oder so einen Ast mit eingebaut. Und ich hoffe, dass die Schale reinpasst. Ich hoffe nicht, ich weiß es. Ich habe es eben nämlich schon getestet. Und ich würde sagen, es sind nicht viele Materialien. Aber welche Materialien ich mitgebracht habe. Und dann zaubern wir wieder was Schönes. Weidekätzchen, Kornus, Hornveilchen, Moos, eventuell ein Holzei. Dann habe ich hier natürlich schon die Holzschale, die fertig ist. Diese Drähte, ein bisschen Draht und Werkzeug. Ich muss erst noch ein bisschen wach werden, es ist nämlich recht früh morgens. Aber ich habe schon leckeren Kaffee getrunken und jetzt können wir auch loslegen. Mit bestem Wetter. Nein, wir hatten ja wirklich schon die letzten Tage so ein schönes Wetter. Das ist dann auch nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen am Regnen ist. Ich hoffe, das hält das Video jetzt nicht auf. Ihr seht, der Kornus ist schon so gebogen. Was habe ich gemacht? Ich habe auch ein paar Experimente gemacht. Ich habe den Kornus einfach in einem Eimer gelegt und den gebogen. Weil das Problem ist, wenn die Äste trocken sind, dass sie so schnell brechen. Und wenn ihr die einfach schon in einem Eimer legt, sind die geformt. Und ihr seht, man kann dadurch auch einen ganz, ganz tollen Türkranz machen. Also das habe ich zwar jetzt nicht vor, ich möchte das gerne hier einarbeiten, damit es so ein bisschen frischer und ein bisschen grüner aussieht. Aber das auf jeden Fall als Tipp, wenn ihr frische Äste habt, legt die gerne schon so ein bisschen im Kreis. Und ich habe jetzt gestern Abend das Gleiche auch noch mal mit den Weidekätzchen gemacht, weil ich merkte, dass die so ein bisschen sperrig sind. Und dann kann ich sie einfacher verarbeiten. Mir fehlt es gerade so ein bisschen an Wörtern. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich habe euch ja letzte Woche noch den Apfelkuchen, das Rezept, habt ihr ja noch zugute gehalten, noch mal einmal geschickt. Ich finde allerdings, dass das mehr so ein Herbst-Winter-Rezept ist. Ich mag das zwar auch jetzt, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, aber so richtig sommerlich, da mag man das natürlich lieber mit frischem Obst. So, was mache ich? Ich lege jetzt einfach diese Weidekätzchen hier drum zu, suche mir irgendwie eine Stelle, wo ich das eventuell festdrehen kann. Und dann nehme ich mir so eine Schlaufe, drücke die hier rein, setze die da rein. Und dann schauen wir mal, ob es klappt, ob ich handwerklich noch was kann. Ich nehme die Drille dazu. Aber gerade mit dem grünen Kornus wird es halt so ein bisschen frischer. Ich muss jetzt natürlich wohl sehen, dass die Weidekätzchen drin sind. Und dann drille ich die Sache. Dadurch kriegt auch der ganze Wurzelkranz wieder ein bisschen Stabilität. Der war so ein bisschen in sich instabil. Ich habe gestern Abend schon ein paar Äste befestigt, das war ganz gut. Und gerade dieses frische Kornus, dieses grüne, man könnte natürlich auch roten Kornus nehmen, gibt den ganzen Kranz ein bisschen mehr Frische rein. Und ich habe ganz witzige Hornveiche mitgenommen, die nennt sich Wave. Also auch da sind viele, viele neue Sorten auf dem Markt. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch Hornveilchen haben möchtet, kauft die bitte jetzt ein, weil die schon langsam auf dem Markt rar sind. Und der Unterschied zu normalen Hornveilchen ist, dass die Blüte etwas größer ist. Und ihr seht, die geht nach außen hinweg. Und da ich die Schale ja in diesem Holzgestell setzen möchte, finde ich das ganz gut, wenn sie eher so ein bisschen rüberlappt und nicht gerade rauswächst. Man hätte natürlich jetzt auch Zwiebelgewächse nehmen können. Das hätte bestimmt auch super gut ausgesehen. Das hätte ich eher was für einen Tisch gefunden. Aber da ich ja schon eine Konstruktion habe hinten mit den gelben Töpfen und endlich die Tulpen sprießen, die ich letztes Jahr im Winter oder Herbst-Winter gepflanzt habe,
kann ich euch das auch zeigen. Und ich dachte, wenn ihr nachher Lust habt, zeige ich euch allgemein mal eben, wie wir unsere Kübel und so gepflanzt haben. Wir haben ganz, ganz viele Zwiebelgewächse, weil ich es einfach liebe, wenn es blüht und scheint. Und ich habe mir letztes Jahr noch mal Videos angeschaut und da kam mir auch noch mal so ein Garten-Update. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist einem gar nicht so bewusst, was man alles in so einer kurzen Zeit geschafft hat. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass letztes Jahr hier noch gar kein Rasen war. Wir hatten noch gar keine Terrasse. Und was wir dann einfach schon alles geschafft haben. Und jetzt langsam können wir uns auch widmen für einen Pflanzkranz. Wie gesagt, wir waren ganz fleißig, haben ganz viele Zwiebelgewächse gepflanzt. Letztes Jahr schon teilweise. Und ich erfreue mich wirklich, dass jetzt langsam die Magnolie blüht, die Kamelie blüht. Und das ist richtig, richtig schön. Und das finde ich auch wichtig, dass man mit offenen Augen durch die Natur geht. Ich bin in der Stadt gewesen und da hatte dann jemand von dem wunderschönen Zier, ich glaube, das war eine Art Zierkirsche, dass sie schon am Blühen war. Das sah ganz, ganz toll aus in der Stadt und da hatte jemand nämlich Fotos gemacht. Und ich denke dann immer, oh Marion, wenn du durch die Stadt rennst, dann achtest du da gar nicht so drauf. Also wir sollten das alles so ein bisschen mehr wahrnehmen. Ich quetsche das da noch mal so ein bisschen rein. Das müsst ihr nach Gefühl machen, ne? Da kann ich euch jetzt keine Tipps und Tricks zeigen. Du machst gerade hier so einen schönen Close-up, Martin. Aber das möchte ich euch einfach auf den Wege geben, weil das ist einfach wichtig, dass man einfach rumschaut, gerade jetzt, wenn alles langsam grünt, wenn alles anfängt zu blühen. Das ist wirklich sehr, sehr schön und lässt einen einfach freuen auf einer schönen Jahreszeit. Ihr seht, ich habe noch so ein bisschen vor. Ich werde hier und da auf jeden Fall noch ein paar Äste mit reinmachen, dann werde ich die Hornveilchen einpflanzen. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Ich habe noch so ein altes Holzei gefunden. Man könnte natürlich auch einen Hasen oder einen Vogel reinsetzen. Ich lasse es jetzt so ein bisschen natürlicher. Und Martin, kannst du mal einmal darüber schwenken, da oben in dem Baum beim Nachbarn, das ist auch ein riesengroßes Nest. Also es ist jetzt nicht so, dass dies jetzt aus heiterem Himmel kommt, also die Natur gibt es schlussendlich vor. Aber wir machen das jetzt aus Menschenhand, dekorieren das schön und dann sehen wir uns gleich wieder. Also aus der Wurzelschale ist jetzt so ein kleines Osternest geworden. Es ist nichts Spektakuläres, aber gerade wenn die Hornveilchen hier so rüberwachsen, wie ich es mir wünsche, finde ich es wirklich sehr schön. Solange die noch nicht so groß sind, habe ich dieses Holzei noch reingelegt und ein bisschen mit Moos abgedeckt. Und Leute, meine Finger, die sind eingefroren in der Zeit. Ich habe gar kein Gefühl mehr. Deswegen machen wir erstmal so einen kleinen, ja, Garten-Update oder Kübel-Update. Also ihr könnt einmal hier rumkommen. Genau, hier haben wir ganz viele Osterglocken gepflanzt, tatsächlich erst vor 3 oder vor 4 Wochen. Und die Stauden, die alle da drin sind, die sind da hinten ins Beet gekommen. Das ist halt ein Herbst-Winter-Beet. Ich hatte erst die Äste draufgelegt, das sah so ein bisschen nackig aus. Und jetzt haben wir diese Rosthühner bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die jetzt nicht nur cool zu Ostern, sondern einfach auch im Sommer. Ich finde die ganz witzig. Die kann ich auch noch später im Garten pflanzen. Und dann möchte ich euch einmal meinen Kräuterkübel oder unseren Kräuterkübel einmal zeigen. Der ist dann hier. Die Osterglocken, die sind jetzt auch am Blühen. Die Tulpen. Und wie gesagt, wenn das später ausgeblüht ist, kann ich das natürlich auch ins Beet pflanzen und die Kräuter wachsen und gedeihen. Aber so sieht doch dieser ganze Kräuterkorb viel gemütlicher aus und man mag schon fast keine Kräuter rausschneiden. Da hinten haben wir noch 2 Töpfe mit Tulpen. Ich kann euch die auch noch mal einmal zeigen. Einmal Finger aufwärmen. Das ist doch gut. Da hatte ich diese gefärbten pinken Weidekätzchen. Die treiben hier jetzt schon langsam aus. Also die habe ich echt auch schon vor 3 Wochen gepflanzt und hier habe ich pinke und orange Tulpen eingesetzt. Und ich habe hier bewusst diese pinken Weidekätzchen genommen, damit ich ein bisschen Farbe auf der Terrasse hatte, weil hier halt auch nichts war. Genau, und jetzt können wir ja unser Körbchen mal mitnehmen oder unser Nest. Und ich hoffe, das passt so gut wie gestern, als ich das rausgesucht habe. Und ob das passt, wir schweifen noch mal einmal in diesem Beet. Also hier haben wir so ein bisschen Allium eingepflanzt. Die Katzenminze kommt schon langsam, der Salbei kommt schon langsam, ein bisschen Unkraut.
Wir haben das jetzt mit Rindenmulch abgedeckt und hoffen, dass das halt irgendwann zersetzt wird in Erde, damit einfach das Unkraut nicht so schnell wieder durchkommt, weil das ist echt ein kleines Problem, um das ins Schach zu halten. Und das ist auch hier so, das ist ja unser wildes Beet gewesen, aber man sieht überall, ist es wirklich schon wieder am Durchscheinen. Also es kommt ganz, ganz viel wieder und wir hoffen, dass wir nicht zu viel Pflanzen rausgenommen haben. Also wir wollen eigentlich nichts, aber wir hatten überall Grasdulden und wir hoffen echt mit dem Rindenmulch, dass das sich ja zersetzt und uns ein bisschen hilft beim Unkraut jeden. Ihr könnt uns sonst gerne einen Tipp geben. Wir haben extra das Feinere genommen, damit es sich halt auch eher zersetzt. Ja, und hier haben wir die Osterglocken eingepflanzt. Da hatte ich noch ein bisschen Polstermoos draufgelegt, weil es etwas langweilig aussah. Die waren allerdings schon im Topf. Und das waren Zwiebeln. Und da hatte ich so ein Stillleben gemacht mit dem Efeutopf und zu Weihnachten. Und jetzt müssen wir schauen. Also dieser Ast, gestern hat es gepasst. Ich hoffe, es passt heute auch. Ich muss das auf jeden Fall natürlich noch mit Draht befestigen. Mal schauen, Vorführeffekt. Aber es hat drei Arme. Es ist vielleicht nicht ganz gerade, aber das stört mich jetzt nicht. Also wie gesagt, das würde ich jetzt richtig mit Draht noch mal befestigen. Und dann hoffe ich, dass das da so lila rauskommt. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe Tulpe wir gepflanzt haben. Aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich finde es auf jeden Fall wieder ein Eyecatcher und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Genießt die Natur, geht mit den Augen auf dadurch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Genießt es natürlich hier auch. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten und für ein Abo. Wenn ihr gartenverliebt, blumenverliebt seid, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben.